So, schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Elena Christodoulou. Ich leite den deutschsprachigen Markt bei Tickmill. Ich würde Sie darum bitten, falls der Ton nicht gut sein sollte oder falls Sie Fragen haben, können Sie die einfach in die Chatfunktion hier bei GoToWebinar reinstellen. Und entweder werden dann ich oder Giovanni darauf eingehen. So, wie Sie bereits rausgehört haben, bin ich hier ja nicht alleine heute. Ich vermute mal, Sie sind da, weil heute der Giovanni mit dabei ist. Und heute ist das Thema für das Webinar Handelsdisziplin und Trading-Tagebuch. Bevor wir aber hier direkt losstarten können, lese ich Ihnen kurz den Risk-Disclaimer vor. So, wenn der auch mal erscheint. Hier ist er. So, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an und die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen des Moderators nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. 81% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei Tickmill UK Ltd. Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Im Zweifelsfall lassen Sie sich bitte von einem unabhängigen Finanzberater informieren. So, das war es soweit von mir. Giovanni, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Hallo. Hallo, ich werfe mal den Bildschirm rüber zu dir. Ja, Augenblick, dann muss ich mir den richtigen hier suchen. Wo ist er? Da ist er. So, übrigens habe ich in die Chatfunktion hier bei GoToWebinar auch mal den Link zu unserer Webseite gestellt. Für Interessenten, die auf der World of Trading da sein werden, die können dann über den Link die Agenda sich anschauen, wo unter anderem auch Giovanni mit dabei ist mit einem spannenden Vortrag. Und für diejenigen, die eventuell noch kein Ticket haben, die können dann über den Link, den ich, wie gesagt, hier reingestellt habe, in die Chatfunktion auch ein kostenloses Ticket mit dem Tickmill-Code erhalten. Wunderbar. Ich sehe gerade, dass meine Bildschirmpräsentation in einem anderen Monitor startet und nicht in den, den ihr gerade seht. Muss ich den Monitor wieder wechseln? So, da ist, glaube ich, jetzt aber der richtige. Das sieht gut aus. Sehr gut. Schön. Wunderbar. Also, guten Morgen auch von meiner Seite aus Berlin. Danke, Elena, für die Einleitung. Ja. Ganz ungewohnte Uhrzeit für mich, was Webinare angeht. 10 Uhr morgens. Das liegt nicht daran, dass ich um die Uhrzeit noch schlafe normalerweise. Das liegt daran, dass ich normalerweise ziemlich abgelenkt bin vom Markt. Und auch heute, wenn ihr es ab und zu ganz leise im Hintergrund bimmeln hört und tuten hört, dann ist das ja, ist das mein Handelsdesk und meine Signale und meine Einstellungen und so weiter, die mir hier diverse Sachen anzeigen. Und je öfter es läutet, desto mehr ist am Markt los. Ganz einfach. Ja, kurze kleine Frage: Könnt ihr mich denn alle gut hören? Bitte ins Fragenfenster hier ein kleines X, ein kleines Ja, ein was auch immer. Dann weiß ich Bescheid, dass der Ton gut ankommt. Wunderbar, die Okays kommen. Ja, wie Elena schon gesagt hat, ich würde euch heute gerne ein bisschen was zum ja, Handelsdisziplin und Trading-Tagebuch erzählen und würde einfach mal loslegen. Ich beantworte natürlich auch gerne eure Fragen. Ja, dann schauen wir mal. Jederzeit übrigens, fragt mich einfach, ich bin nicht so, dass ich das Webinar bzw. das Thema komplett ohne Ende durchziehe und dann die Fragen erst beantworte, sondern ich schaue auch immer wieder mal drauf. Ja, wunderbar. Also, Handelsdisziplin und Trading-Tagebuch. Ups, Tagebuch fehlt hier oben, sehe ich gerade. Okay, habe ich mich vertan. Na gut, das macht einen erfolgreichen Trader aus. Damit würde ich anfangen. Was gehört da alles dazu? Danach kommt, so wird man im Trading erfolgreich und zu guter Letzt das Trading-Tagebuch. Also, was gehört alles dazu? Was macht einen erfolgreichen Trader aus? Natürlich ganz klar,
Grund Nummer eins, weswegen wir alle vor den PCs oder vor den Monitoren immer und immer wieder sitzen oder auch im Urlaub mal draufschauen und so weiter, ist die Leidenschaft für die Börse, ja, und Spaß am Handel. Ja. Ganz, ganz wichtig, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht damals. Es fing bei mir schon im Alter von 13 Jahren an. Planspiel Börse der Sparkassen, damit wurde ich mit dem Börsenvirus infiziert. Seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Und ja, habe das dann später, Gott sei Dank oder zum Glück, kann man auch sagen, zu meinem Beruf machen können. Aber das Ganze sollte natürlich auch Spaß machen und zwar auch an harten Tagen. Ja, ist wie in jedem anderen Job auch. Der Job sollte Spaß machen und es gibt nun mal nicht nur gute Tage bei der Arbeit, sondern eben auch schlechte. Ja, aber die gehören einfach dazu. Das ist beim Traden kein bisschen anders. Und daher sollte das Ganze Spaß machen. Wenn ich schon mit dem falschen Fuß aufstehe oder schon mit dem Gefühl aufstehe, oh, ich habe überhaupt keine Lust, heute zur Arbeit zu gehen oder in dem Fall zu traden, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob das das Richtige für einen ist. Ja, ja, dann Börsenhandel ist wie die Führung eines Unternehmens. Das ist nichts anderes. Ja, Trading ist wie ein eigenes Unternehmen zu führen. Man muss wirtschaftlich denken, man muss unternehmerisches Kalkül bedenken. Ja, dazu gehört natürlich auch Risk Money Management und so weiter, wie in jeder Selbstständigkeit auch. Und Trading beziehungsweise das private Verwalten des eigenen Vermögens, so nennt sich das im Finanzamtsjargon, ist nichts anderes wie eine Selbstständigkeit. Ja, und die sollte man einfach immer mit dem gewissen Maß angehen, beziehungsweise ja, mit dem gewissen Kalkül betrachten. Ja, dann Handel ist flexibel. Hier, man muss sich immer wieder im Kopf und vor Auge haben, dass der Markt sich immer wieder verändert. Ja, also man sollte sich immer anpassen an wirtschaftliche Veränderungen, habe ich jetzt mal nur dazu geschrieben, aber es gibt auch zig andere Veränderungen. Ja, der Handel, der Markt ist stets flexibel und bitte habt nie eine eigene Meinung, sondern versucht immer so flexibel wie möglich in eurer strategischen Herangehensweise zu sein, dass ihr euch anpassen könnt. Immer und immer wieder überdenkt eure Strategie. Wenn sie mal schlechter läuft, überdenkt, was rum, wieso, weshalb könnte das sein und versucht, flexibel zu sein. Immer wieder Anpassungen sind notwendig. Das ist auch der Grund dafür, weswegen ein Handelssystem nicht immer unendlich gleich gut laufen wird. Ja, also wenn ihr vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht habt, ein Handelssystem euch zu kaufen, das automatisch für euch kauft und verkauft und immer wieder und in der Werbung vorher oder auf der Seite des Anbieters wird immer schön von vielen, vielen Gewinnen und Prozenten gesprochen. Ja, alles schön und gut, aber ist alles leider nicht von Dauer, da der Markt sich immer wieder verändert und dementsprechend auch ein solches Handelssystem angepasst oder strategisch angepasst werden muss. Ja, und genau, und daher Flexibilität, bitte. Ja, ich sehe schon, Daniel schreibt es auch gerade, funktioniert nicht mit EAs, absolut. Ja, zumindest nicht auf Dauer, wenn man sie nicht anpasst. Ansonsten kann das gehen. Ja, dann. Es gehört natürlich Strategie und Erfahrung dazu. Ja, ganz klar, eine Strategie, die habe ich nicht vom ersten Tag. Die muss ich erst nach und nach für mich herausfinden, indem ich natürlich trade und ausprobiere und so weiter. Ja, aber die festigt sich und man sollte an einer gewissen Strategie mitunter festhalten. Diese zwar immer wieder anpassen können, aber Grundstrategien, wie zum Beispiel, dazu gehört auch ein täglicher Handelsablauf, ja, oder eine Trading-Vorbereitung. Das ist auch ein Teil einer Strategie. Ja, das sollte man entwickeln und dementsprechend dann auch danach handeln. Ja, und dann kommt die Erfahrung automatisch dazu, indem man handelt und tradet. Das bildet automatisch Erfahrung. Dann bitte keine emotionalen Trades. Ganz gefährlich. Ja, also egal, warum auch immer man emotional ist und dann versucht zu traden oder sogar wirklich tradet, boah, kann ganz oft und ganz böse schief gehen. Ja, sondern eher bitte Geduld und Disziplin haben. Immer so lange warten, bis das richtige Setup da ist, das zur eigenen Strategie passt. Ja, also ich
Denkt da immer an den Raucher, der ganz, ganz nervös, der Kettenraucher, der ganz nervös vor dem PC sitzt, eine nach der anderen raucht und immer sagt, oh, ich muss jetzt endlich mal was machen, endlich mal was machen. Und dann gehen ihm die Zigaretten aus und dann drückt er einfach auf den Knopf, weil er einfach so unter Druck steht, dass er unbedingt handeln muss. Ja, also bitte wartet, wartet, wartet. Versucht euch das Nichtstun in Anführungszeichen positiv zu reden, indem ihr euch sagt, na, wenn ich nicht trade, habe ich eben auch kein Geld verloren. Ja, und das Kapital zu erhalten, also Kapitalerhalt, ist auch eine Art, beziehungsweise nicht eine Art, sondern ist auch ein Punkt, der zum Traden gehört. Ja, es gehört zum Risk- und Money Management, sofern man nicht über unendliche Ressourcen verfügt, gilt es, das Kapital zu erhalten. Das ist das wichtigste Handelswerkzeug, das ein Trader hat. Und wenn dieses weg ist, dann ist nichts mehr mit Werkzeug, dann kann das Traden einfach nicht weiter funktionieren. Ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja? Also seid bitte diszipliniert genug und habt Geduld, wartet auf das Setup und wenn das dann passt, schlagt zu. Also kein Handel ohne Signal. Und natürlich gehört auch stetige Fortbildung und Weiterbildung dazu. Dazu gehört zum Beispiel auch dieses Webinar hier oder auch Bücher, andere Webinare, Seminare. Heutzutage gibt es so, so, so viel Input bezüglich Trading. Das war zu meiner Zeit, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, vollkommen anders. Mittlerweile gibt es da viel mehr und vor allem es gibt viel, viel mehr kostenlose, wirklich gute Informationen, die ihr euch besorgen könnt oder an denen ihr, ja, Webinare, an denen ihr teilnehmen könnt. Macht das bitte. Ja, vor allem die Trading-Anfänger in Anführungszeichen unter euch. So, was das macht auch einen erfolgreichen Trader aus? Natürlich das Selbstvertrauen. Das ist mit das Wichtigste beim Traden, ja, das sogenannte Ego, ja, Vertrauen in die eigene erfolgreiche Handelsstrategie. Dann die Duplizierung dieser Signale stärkt natürlich auch den Erfolg. Und was passiert dann daraus? Erfolg stärkt Vertrauen in die eigene Person und Handlungen. Also, kleines Beispiel, wenn ich 5, 6 Mal hintereinander einen Gewinntrade abgeschlossen habe, ja, dann fällt es mir natürlich sehr, sehr leicht, beim 7. Trade wieder auf Enter zu drücken. Ja, das ist einfach Kopfsache. Genauso oder im umgekehrten Fall ist es sehr, sehr schwer, wenn ich zigmal ausgestoppt wurde oder einen Trade im Verlust beendet habe und jetzt steht wieder ein Signal an und ich traue mich dann automatisch eher weniger abzudrücken, weil ich einfach Angst habe, unterbewusst Angst habe, wieder einen Verlust zu machen. Ja, das ist völlig normal, aber da muss man auch als Trader durch und man muss lernen, damit umzugehen. Ja, wie ich auch, wer mich aus anderen Webinaren kennt, der weiß, ich sage euch immer wieder, Leute, meiner Meinung nach spielt sich 70% des Tradens ausschließlich im Kopf ab. Ja, ich bin davon fest überzeugt, nur 30% sind Risk- und Money Management, Positionsmanagement und so weiter. Der Rest ist reine Kopfsache und da zählt das Selbstvertrauen oder da spielt das Selbstvertrauen eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Nur wenn ich klar im Kopf bin und wenn ich an mich glaube und ja, wenn es mir gut geht und ich an mein Ego glaube, dann kann ich auch dementsprechend gut handeln. Ja, das gilt es einfach zu stärken, jederzeit. Deswegen versucht euch, wie ich vorhin auch im Beispiel genannt habe, das sogenannte Nichtstun oder Nicht-Traden auch positiv zu reden. Ja, oder versucht euch, Stops positiv zu reden und so weiter. Ja, das fördert einfach das Selbstvertrauen. Dazu gehört noch die Selbstkontrolle, also die Trade-Analyse. Ja, also was hat funktioniert und aus welchem Grund, wo und weshalb werden Verbesserungen opportun? Ja, das sollte man stets kontrollieren. Ja, und dann festhalten, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja, und klar, wenn mir ein Fehler auffällt, sofort versuchen, ja, das zu verbessern. Ja, die Strategie anzupassen. Daniel schreibt gerade, hast du Rituale vor dem Handelstag, die du jeden Tag wiederholst? Ja, Daniel, habe ich. Jeden Morgen und das ohne Ausnahme gehe ich erstmal meine Newsfeeds durch. Also ich sitze jeden Morgen kurz nach 7, meist so 7:15 Uhr am Rechner und schaue mir erstmal meine Newsfeeds an. Das ist natürlich eine gewisse, also ich lese nicht jede einzelne Nachricht, dafür würde ich Stunden brauchen. Aber ich habe natürlich gewisse Filter, die mir dann die wichtigeren Nachrichten anzeigen. Und da gehe ich sehr, sehr schnell durch. Das ist alles nur Übung.
und sehe mit einem Blick, welche Nachricht könnte heute wichtig sein, welche nicht, was muss ich mir jetzt sofort durchlesen, und einfach dann, um zu sehen, welchen Wert ich dann für den Handelsstart auf die Watchlist nehmen könnte und so weiter. Also schaue ich nach Nachrichten von deutschen Unternehmen natürlich vorwiegend, dann europäischen und so weiter. Ich werfe einen Blick auf die US-Amis, also US-Amis, was sehe ich denn da, auf die Amis. Also ich schaue mir an, was die USA nachbörslich gemacht haben, vor allem auch auf newstechnischer Seite, unternehmensnewstechnisch, und versuche dadurch einfach diverse Werte zu finden, die für den Handelsstart am heutigen Morgen interessant sein können, auch schon vorbörslich. Ja? Ihr wisst ja, ich trade überwiegend Aktien, und im Aktienbereich sind einfach die Unternehmensnews wichtig. Ansonsten werfe ich natürlich auch einen Blick auf die Indizes, auf die Währungen. Ja? Ich schaue mir an im FX-Bereich mit einem Blick, ob ich eine Range erkennen kann, die sich über Nacht gebildet hat und wo ich vielleicht einen Range-Breakout-Trade machen könnte. Und. Das sind so die morgendlichen Rituale, die ich mache, um mich auf meinen Trading-Tag vorzubereiten und um meine Watchlist anzufertigen. Und ja, und dann, je nachdem, ob ich noch Zeit habe, wird dann noch was gefrühstückt und dann beginnt auch schon der Handel. Wie sieht es mit dem kleinen Verfallstag Ende dieser Woche aus, möchte Arne wissen. Arne, für mich total unwichtig. Für mich zählt eigentlich nur der große Verfallstag, der ist erst nächsten Monat. Die kleinen Verfallstage sind für mich ein Non-Event. Gut. Andreas schreibt gerade, ja, das Frühstücken sollte man zuerst tun. Ja, da gebe ich dir recht, Andreas. Sollte man eigentlich tun, aber ich schlafe lieber ein bisschen länger und setze mich dann direkt an den PC und frühstücke dann erst, weil sonst bekomme ich auch schon zu früh wieder Hunger. Ja, ich frühstücke lieber ein bisschen später, aber das ist alles Gewohnheit. Gut. Okay. Also, man kann in einem Satz sagen, ein erfolgreicher Trader konzentriert seinen Handel einzig und allein auf die Sachverhalte, die seinem Erfolg förderlich sind. Ja, bitte versucht, das Schlechte auszublenden, sondern konzentriert euch immer nur auf das, was eurem Erfolg, eurem Selbstbewusstsein und so weiter förderlich sind. Ja, nur darauf kommt es uns Tradern an, und letztendlich spiegelt sich dieser Erfolg in, ja, bei uns beim Trading in barer Münze wieder. Ja, nur dann oder dadurch sehen wir, ob wir erfolgreich waren oder nicht, indem wir Gewinne gemacht haben oder eben nicht. Das ist beim Traden ganz extrem, und noch extremer ist es, also vor allem kopftechnisch noch extremer, weil es meist euer eigenes Geld ist. Und in dem Moment, wo ihr euer Portemonnaie öffnet und das in den Pot setzt, den Einsatz in den Pot setzt, kommen einfach ganz andere Emotionen in euch auf, als würdet ihr Demohandel betreiben oder Fremdgeld handeln oder was auch immer. Das sind einfach andere Emotionen, und die gilt es in den Griff zu bekommen, und ja, das Selbstvertrauen so zu stärken, dass man nachhaltig erfolgreich ist. Gut, wie wird man denn erfolgreich? Also, was ich eingangs schon ein bisschen gesagt habe, ist ja auch hier: Trading bitte als Beruf sehen. Trading ist kein Glücksspiel in dem Sinne, wilde Zockerei oder sonst was. Wenn es das wäre, dann hier in Berlin gibt es eine Spielbank, ein Casino, da würde ich hingehen. Da gibt es einen Roulette-Tisch, da könnte man auf Rot oder Schwarz setzen, da gibt es eine 50% Wahrscheinlichkeit dann zu gewinnen. Ja, und man hat sicherlich mehr Spaß, man bekommt ein bisschen was zu trinken, kann vielleicht in Begleitung dahin gehen, sicherlich lustiger und spaßiger als vor irgendwelchen Monitoren zu sitzen und irgendwelche blinkenden Zahlen zu beobachten. Ja? Nein, Trading ist Arbeit, wie in jedem anderen Beruf auch. Um qualitativ gute Arbeit zu machen, muss ich mich dementsprechend vorbereiten und muss dementsprechend Arbeit abliefern. Ja? Also bitte als Beruf sehen und als nichts anderes. Und dann zugehört natürlich auch, das passende Fachwissen aufzubauen. Ja? Also, am Anfang sollte man natürlich wissen, was eine Chart- und Fundamentalanalyse ist. Wenn man es nicht weiß, es gibt zig Bücher dazu. Reicht, wenn man ein, zwei liest, dann weiß man das auch. Ja? So, dazu gehört auch Handelsstile oder Handelsstile entwickeln. Dann technische Unterstützung im Research und Handel. Ja? Dazu gibt es heutzutage genügend Software.
die einem hilft, wie ich vorhin sagte, ich habe gewisse Filterfunktionen, was die News angeht. Und da kann ich einstellen, zum Beispiel zeigt mir nur deutsche Ad-Hoc-Nachrichten an, also Unternehmens-Ad-Hoc-Nachrichten. Und schon habe ich diese technische Unterstützung dafür, um eben mein Research zu betreiben. Und vielleicht sollte man auch noch von den Besten lernen. Also, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht sich einen Mentor suchen, der zum eigenen Stil passt. Zahlreiche, in Anführungszeichen, Trader-Kollegen bieten Mentorprogramme an. Wenn man da sich mit jemand gut versteht und wenn man glaubt, dass der, ja, Trader da was taugt und sich dabei wohlfühlt, dann warum nicht einen Mentor suchen, ja? Auf jeden Fall sollte man aber auch schauen oder darauf achten, dass solche Unterstützer auch wirklich traden können. Also mit traden können meine ich jetzt nicht, dass sie die Basics können, sondern dass sie auch wirklich mit Echtgeld erfolgreich arbeiten. Riesenweiter Unterschied. Daniel fragt mich gerade, ob ich ein Mentorprogramm anbiete. Daniel, nein, mache ich nicht, weil A, zu viele Anfragen und B, einfach gar keine Zeit. Ja, also ich würde mich schon schwer tun, dann den einen abzusagen und dem anderen zuzusagen, aber ich habe dafür einfach keine Zeit. Ich habe ja nicht nur mein Trading, sondern mittlerweile von Investments in Startups bis über ein paar Immobilien mache ich noch ein paar andere Geschichten und die mache ich selbst, wenn ich vor dem PC sitze und auf die Märkte achte. Dort aber nichts los ist, kümmere ich mich um meine anderen Geschichten. Ich habe dafür leider keine Zeit. Vielleicht irgendwann mal, aber momentan oder in den letzten Jahren sehr, sehr schwer für mich. Ja, und wenn ich etwas mache, dann möchte ich es richtig machen und dann muss ich auch die Zeit dafür finden. Gut. Okay, ich schaue gerade noch nach euren Fragen, muss immer gucken, welche ich bereits beantwortet habe und welche nicht. Okay, das war schon gut. Also, okay, wie geht man das Ganze an? Natürlich als Anfänger am besten auf einem Demokonto starten. Ja, aber bitte dieses nur verwenden, um Märkte oder Handelssoftware kennenzulernen, ja, und um die eigene Strategie zu testen und auszuarbeiten ein wenig. Ja, nur dafür ist ein Handels- oder ein Demokonto gut, nicht ein Handelskonto, ein Demokonto gut. Ja, ihr könnt den Umgang mit der Software erlernen. Auch Tickmill bietet ein Demokonto an. Bitte eröffnet euch eins, schaut euch an, wie die Software ist, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Klickt dort ein bisschen rum, schaut, wie das Traden stattfindet, wie schnell ich wie handeln kann, wie schnell ich Stops und Limite setzen kann und so weiter. Dafür ist ein Demokonto gemacht. Aber bitte dann so früh wie möglich auf Echtgeld umsteigen. Bitte, ist ganz, ganz wichtig. Das müssen keine Millionen oder 100.000 oder sonst was Euro sein, aber es dürfen auch keine 20 Cent sein, ja. Es muss um etwas gehen, sage ich immer. Es ist wie wenn ihr mit Freunden pokert und man spielt um nichts, dann macht das ganze Spiel keinen Sinn, sondern es muss etwas im Pott sein, wo entsprechende Emotionen aufkommen und wo das Blöffen dann auch Sinn macht und so weiter, ja, wo das Spiel funktioniert. Und das Gleiche ist beim Traden. Also es muss um etwas gehen, nur dann kommt bei euch die Emotion auf, von der ich vorhin gesprochen habe, ja. Emotionen wie Gier, Angst, Hoffnung, Verlustangst und so weiter, in dem Moment, wo ihr eben euren Einsatz setzt. Und daraus oder damit entwickelt ihr euch. Daraus könnt ihr eure Strategien festigen. Ihr könnt durch eigenes Traden eure Fehler analysieren und so weiter und eben hoffentlich besser und besser werden. Ja? Und letztendlich Erfahrung sammeln. Ja? Wie in jedem Job. Erfahrung, 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 damit man gewisse Sachen sozusagen blind macht. Ja, Übung macht den Meister. Ja, Erfahrung und Routine aufbauen, das festigt am Ende nämlich auch die Strategie. Hast du ein Tagesziel für Gewinne und Verluste? Nein, habe ich nicht. Hatte ich früher. Früher hatte ich das mal und heißt aber nicht, beziehungsweise im Hinterkopf habe ich es vielleicht immer noch, nur ist es so, dass ich da nicht aufhöre. Ja, außer ich mache mal wirklich ganz einen großen, extremen Verlust, der mich vom Kopf her ein bisschen mitnimmt. Dann höre ich auf zu traden, weil dann bringt das Traden sowieso nichts mehr. Dann gilt oder gibt es nur eins: abschalten. Ja, am besten auch die ganze Kiste abschalten und vielleicht sogar nicht nur den Tag, sondern mehrere Tage pausieren, wenn man großen Verlust gemacht hat. Der Kopf muss erstmal frei werden. Aber ansonsten habe ich keine Tagesziele mehr und selbst wenn die erreicht werden würden,
würde ich weitermachen, weil es gibt Tage, an denen muss man einfach am Ball bleiben. Ja, es gibt Tage, die sind so extrem wie der Brexit Day damals. Da gibt es einfach zig Chancen für uns Trader und da muss man versuchen, einfach so viel wie möglich mitzunehmen. Und nur wenn man sein Tagesziel erreicht hat, darf man da nicht aufhören. Dafür gibt es zu viele schlechte Tage oder Tage, an denen nichts los ist, wo man dann wiederum nichts macht. Also mitnehmen. Wie machst du dann den Kopf frei, möchte Uwe wissen. Uwe, indem ich versuche, den Trade erstmal zu analysieren, zu schauen, was ich falsch gemacht habe, und dann versuche ich wieder alles zu meinem Positiven umzukehren. Ja, ich versuche mich an meine Trades zu erinnern, die gut waren. Ich versuche mich darauf zu fokussieren. Ich habe diesen Fehler im Hinterkopf nach wie vor und sage mir einfach, dass ich diesen so auf keinen Fall mehr machen möchte oder werde. Was anderes bleibt ja gar nicht übrig. Und dann versuche ich mich zu motivieren, jetzt erst recht. Und ja, möchte natürlich diesen Verlust wieder reinholen, weil ich weiß, ja, ich meine, ich mache das seit 20 Jahren, ich weiß ja, dass ich es irgendwie kann. So, zumindest so ein bisschen. Ja, nein, man muss den Kopf frei bekommen. Da hilft vielleicht auch mit der Familie irgendwas machen oder keine Ahnung, irgendeinem Hobby nachgehen. Kopf frei kriegen, an anderes denken, nicht an die Börse und dann geht das auch wieder. Slatko möchte wissen, welche Indikatoren ich am liebsten verwende. Slatko, im Aktienbereich gar keine. Ich handle Aktien rein auf Daytrading-Basis, meistens im Tick-Chart, beziehungsweise gar keinen Chart. Den Chart mache ich nur auf zur optischen Unterstützung meines Trades. Ich handle meist aus dem Orderbuch heraus. Und da benutze ich keine Indikatoren. Im FX-Bereich sieht es ein bisschen anders aus, aber da habe ich auch nicht so viele. Ich mag gleitende Durchschnitte, auch nur, ja, sagen wir mal, zu 50-50 vom Gefühl her. Viel mehr interessieren mich Widerstände, Unterstützungen, FIBO-Retracements und ob Märkte, also Relativstärke-Index, ob Märkte überkauft oder überverkauft sind. Das sind so meine Indikatoren, auf die ich ein bisschen achte. Aber ich bin nicht der großartige Indikator-Fan. Ich habe einfach gelernt, dass je mehr Indikatoren man verwendet, desto mehr verwirrt das einem. Ja, also klassisches Beispiel, 10 Indikatoren, 5 sagen grün, 5 sagen rot. Viel Spaß. Ja, also mich verwirrt das nur, deswegen versuche ich immer nach KISS zu handeln. Keep it simple and stupid. Ja, wirklich, so simpel wie möglich und sich selbst nicht verrückt machen. Okay. Verwendest du oder benutzt du bei den Rebound-Trades den Linienchart? Fällt mir jedenfalls leichter damit, möchtest du wissen. Ja, ganz genau. Also wenn, wie gesagt, wenn der ein Chart bei mir auf ist, dann ist das immer Intraday ein Linienchart. Nichts anderes. Jo, außer bei FX. Ja, FX ist ein ganz normaler, meistens ein 5-Minuten-Chart, übergeordnet 15 und eine Stunde. Aber im Aktienbereich ist es ein Linienchart, weil ich einfach Tick bei Tick sehen möchte, Daniel. Ja, und ich sehe sowieso das Ganze, ja, den ganzen Kursverlauf sozusagen in dem Moment am Orderbuch. Da, wo es mich interessiert, sehe ich sowieso, habe sowieso das Orderbuch gerade vor mir. Und ansonsten Linienchart, einfach nur optische Unterstützung. Ja, Tick bei Tick, ich möchte sehen, wo es hoch war, wo es tief war, wo befinden wir uns gerade. Mehr ist es nicht. Ich schaue den Chart, versucht bitte das zu verstehen. Ich schaue den Chart nicht aus charttechnischer Sicht an. Überhaupt nicht. Das Einzige, was ich dann vielleicht machen würde, ist, wenn ich dann drin bin, einfach nur um zu sehen, wo ist mein Stop und wo ist mein Zielbereich, wo mein Gewinnziel ist. Ja. Nur das hat für mich so ein bisschen charttechnische Hintergründe, einfach nur um Zielmarken auszumachen, wo vielleicht ein gewisser Widerstand sein könnte oder eine Unterstützung sein könnte. Da geht es um den Zielbereich. Aber für den Einstieg ist mir das völlig egal. Okay. Gut, 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 gut. Nächste Folie. Ja, also bitte, folgt immer stets eurer eigenen Strategie. Ja, immer. Ja, egal, was andere sagen, das kann man vielleicht mal aufnehmen, sich mal anschauen, aber am Ende folgt dem, was ihr für euch aufgestellt habt und was für euch funktioniert. Ja, und dann bitte den Handelsplan auch immer konsequent verbessern. Ja. Wie, weshalb, wieso? Klar, das ist logisch hier. Was funktioniert, wird beibehalten und so weiter. Optimierbares wird verbessert. Was nicht funktioniert, sollte gestrichen werden. Ist ja klar. Ja? Und am Ende
Bitte diszipliniert aus den Fehlern lernen. Und das geht am besten vor allem am Anfang als Anfänger durch die Führung eines Trading-Tagebuches. Und dazu kommen wir auch gleich kurz. Ja? Ganz, ganz wichtig für die Fehleranalyse ein Trading-Tagebuch. Wieso, weshalb, warum? Mache ich auch gleich. Ich sehe aber, ihr schreibt und schreibt und schreibt. Wie kommt man an gute und professionelle Orderbuch-Software, möchte Arne wissen. Arne, was ist das Orderbuch? Das Orderbuch ist nichts anderes, solltest du deutsche Aktien handeln, als die Markttiefe auf Xetra. Und die bietet dir jeder vernünftige Broker, der Aktien anbietet, an. Und ansonsten gibt es auch Software, Level-2-Daten. Das reicht vollkommen. Im FX-Bereich, da muss ich jetzt Elena fragen, ob Tickmill ein Orderbuch im FX anbietet. Okay, kann man mich hören? Es dauert immer ein bisschen länger, bis das Mikro angeht. Ja. Super. Also das Orderbuch so per se im FX-Bereich nicht. Aber es gibt da verschiedene Softwares, sage ich mal, die man auf die MT4-Plattform implementieren kann. Market Profile Tool beispielsweise. Und den Link kann ich auch gerne mal in den Chat reinstellen, falls jemand mal einen Blick drauf werfen möchte. Super, danke dir. Gerne. Also, man muss dazu aber auch sagen, dass das FX-Orderbuch kein wirkliches Orderbuch ist. Weil, Leute, wenn ihr Forex handelt, handelt ihr nicht an einem Börsenplatz, wie jetzt eine Aktie auf Xetra oder einen Future, ein DAX-Future an der Eurex. Ja, das ist kein Börsenplatz, sondern FX, wie es schon so schön sagt, Foreign Exchange, ist ein Liquiditätspool verschiedener Marktteilnehmer. Und da gibt es verschiedene. Ja? Ein guter Broker wie Tickmill ist angebunden an diverse Liquiditätspools. Und dadurch schaffen sie es, einen engen Spread oder viel Volumen ihren Kunden anzubieten. Aber dieses Orderbuch ist, selbst wenn man es sehen könnte, ist nicht ein echtes, weil manche Liquiditätspools sind wiederum nicht angeschlossen und die haben ein ganz anderes Buch. Ja? Unterscheidet sich letztendlich vom Kurs jetzt nicht ganz so sehr, aber ist eben kein echtes Orderbuch, sodass man danach handeln könnte. Beziehungsweise es hat eh ganz andere Auswirkungen als jetzt bei Aktien. Also ich würde FX niemals nach Orderbuch traden, sondern dort ausschließlich charttechnisch. Warum? Weil damit ein Chart oder eine Charttechnik gut funktioniert oder ein Indikator gut funktioniert, braucht es viel Input. Viel Input bekommt er durch viele Kursfeststellungen pro Sekunde. Ja, pro Minute hätte ich erst gesagt, aber noch besser pro Sekunde. Und das erfordert extreme Liquidität und die hat man eben nur im FX-Bereich so extrem. Die gibt es im Aktienbereich, vor allem nicht bei deutschen Aktien, selbst nicht bei Blue Chips ist das nicht so extrem. Ja, im US-Markt sieht es anders aus. US-Aktien sind viel, viel, viel liquider. Da funktioniert das schon besser, charttechnisch Intraday. Aber Intraday, deutsche Aktien, super schwer und deswegen handle ich da lieber nach dem Orderbuch. Ja? Beziehungsweise bin sowieso News Trader, aber das spielt dann zusammen. Okay. Warum Linienchart? Habe ich schon beantwortet. Christian möchte wissen, manchmal sieht es so aus, dass der Kurs jetzt dreht, steigt auch kurz und fällt dann doch weiter sehr schnell. Ja, genau, Christian. Deswegen sage ich auch ganz oft, du meinst hier bei einem Rebound-Trade, deswegen sage ich auch ganz oft, dann muss der Stop sehr eng sein. Ja, wenn man glaubt, jetzt könnte es drehen und geht entsprechend long oder short, dann muss der Stop sehr eng sein. Weil wenn man den Punkt nicht richtig gedeutet hat im Orderbuch, ja, dann geht es eben sehr, sehr schnell in die entsprechende Richtung weiter. Ja, und dafür muss man einen sehr engen Stop legen, beziehungsweise muss sehr, sehr schnell aus der Position raus, weil man einfach nicht den Punkt erwischt hat, wo die Aktie dreht. Und das gilt es zu lernen. Arne möchte noch wissen, ob ich mit Teilverkäufen und Trailing Stops handle. Nein, Teilverkäufe ab und an, aber auch nur zwei dann, also beziehungsweise zwei insgesamt. Ich verkaufe vielleicht 50% meiner Position und dann den Rest. Macht das, ist aber jetzt auch nicht so häufig und Trailing Stops nie. Also wirklich nie. Ich verwende nie einen Trailing Stop. Gut. Okay.
Das Trading-Tagebuch. Kommen wir mal dazu. Keine Sorge, ich mache es nicht lang. Ich gehe natürlich auch mehr auf eure Fragen ein. Warum? Unser Gehirn verdrängt gewisse Sachverhalte. Ja, daher helfen nun mal Aufzeichnungen, diese Gedanken und Sachverhalte, um den Trade real zu behalten. Ja, also real im Kopf zu behalten. Dafür ist das Trading-Tagebuch erstmal gemacht. Letztendlich nichts anderes als ein Speichern der Trades. So, und das wirkt dann, beziehungsweise hilft dann, Muster zu erkennen. Ja, also die Aufzeichnungen bringen funktionierende und fehlerhafte Setups sowie Handlungsweisen zutage. Ja, und das hilft der Optimierung und Weiterentwicklung des eigenen Handelsplans. Logisch, wenn ich immer und immer wieder meine eigenen Trades festhalte und irgendwann einen Datenschatz, ich betone Schatz, von 500 oder 1000 Trades vielleicht habe und jetzt kommt's eigene Trades, ja, dann kann mir nichts Besseres passieren, weil das kann ich auswerten in jeglicher Hinsicht. Ja, ich kann die schlechten Trades einfach auswerten, ich kann schauen, wieso sie nicht funktioniert haben, aber das kann ich auch mit guten Trades machen und diese eben weiterentwickeln, ja, oder mich entsprechend weiterentwickeln, dass ich mehr mein Trading Setup oder ja, mein Radar auf solche Trades richte, ja. Dafür ist ein Trading-Tagebuch perfekt, gibt es nichts Besseres. Und ich empfehle es wirklich jedem Anfänger. Ja, bitte, ich habe auch ein Trading-Tagebuch geführt. Ich glaube, 3 Jahre lang habe ich eins geführt, circa 3 Jahre. Dann habe ich aufgehört, weil ich mir eingebildet habe, ach, ich kann das jetzt so gut, ich brauche kein Trading-Tagebuch mehr. Toi, 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 bis jetzt hat das ganz gut geklappt. Aber ich würde jederzeit wieder eins beginnen, wenn ich das Gefühl hätte, dass es nicht mehr funktioniert. Jederzeit. Ja, also bitte macht es. Ich weiß, es ist super anstrengend und oh mein Gott, wenn man jetzt an einem Tag 10, 20, 30 Trades oder vielleicht noch mehr gemacht hat, die dann alle noch in ein Trading-Tagebuch zu übertragen. Aber es ist nun mal der größte Datenschatz, den ihr habt. Ja, so. Und klar, hier steht es auch nochmal. Fokus auf funktionierende Setups. Ja, erhöht natürlich die Gewinnwahrscheinlichkeit von Trades. Klar, wenn ich 100 Trades gemacht habe, die alle gleich sind oder ähnlich sind vom Setup her und davon sind 80% aufgegangen und habe einen Gewinn gemacht, ja, dann wird der 101. Trade, den ich mit diesem Setup mache, wahrscheinlich wieder aufgehen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Ist doch logisch, ne? Also ich hinterlege oder kann dann praktisch auch meine Meinung oder meine Setups mit Fakten festigen. Ja, dann natürlich kann man auch die Gewinnkurve auswerten. Ja? Also in jeglicher Hinsicht. Man kann den Handelsstil optimieren. Ja? Man kann, was weiß ich, die Gewinn funktioniert nur mit eigenen Handel und den höchsten Profit. Das kann dann die Gewinnkurve negativ beeinflussen. Ja? Und diese Gewinnkurve beziehungsweise Abweichung von der normalen Handelsstrategie und deren Auswirkungen zeigt mir diese Gewinnkurve auch an. Ja? Ähnlich wie bei Handelssystemen die Gewinnkurve, wenn man immer wieder solche Dellen sieht, die berühmten Drawdowns, so ähnlich kann ich mir eine Gewinnkurve durch mein eigenes Trading erstellen und kann einfach sehen, in welchen Phasen gab es Abweichungen, was ist da passiert, wieso ist das passiert, was habe ich getan. Ja, ich kann das analysieren, lag es am Markt, lag es an meinen Setups, lag es an mir selbst, war ich da nicht gut drauf und. Das sieht man schön an einer Gewinnkurve. Hattest du am Anfang mit dem Traden eine Strategie, der du strikt folgtest? Ja, hatte ich, Sören. Damals allerdings noch ein bisschen anders. Da habe ich versucht, wirklich versucht, nur und ausschließlich News zu traden bei Quartalszahlen. Ja, oder bei extrem guten und schlechten Nachrichten, die gab es früher ein bisschen mehr. Da waren noch die Zeiten des neuen Marktes und dann mich immer dementsprechend zu positionieren. Hat nicht immer geklappt, hat aber ganz gut geklappt. Aber das Ganze musste ich dann verfeinern. Arbeitest du mit Stop-Sell oder Stop-Buy-Limit-Orders für den Einstieg? Eigentlich ist weder noch an, beziehungsweise falsch. Im FX-Bereich arbeite ich gerne mit Stop-Sell und Stop-Buy-Limit-Orders. Sehr, sehr gerne im FX-Bereich, vor allem bei so Strategien wie Range-Breakout.
Im Aktienbereich klicke ich meistens im Orderbuch auf die entsprechende Bid- oder Ask-Seite. In dem Moment wird natürlich eine Limit-Order generiert, wenn ich da reinklicke. Wenn ich sehr schnell reinklicke, habe ich natürlich sofort den Kurs. Wenn ich eine Zehntelsekunde zu spät kam, bleibe ich mit meinem Limit auf der entsprechenden Seite dann stehen. Ja? Letztendlich könnte man das aber auch als Market Order vergleichen, weil wenn ich ins Bid oder ins Ask reinklicke, ist es ähnlich einer Market Order, ist aber rein technisch gesehen keine. Wie hast du damals zum Beispiel ins Tradingbuch oder was eingetragen? Dazu komme ich gleich, Daniel. Arne sagt als Trading-Tagebuch ganz einfach: Screenshot und kurzes Beschreiben und ab in die Datei. Arne, das Problem ist, du kannst es danach nicht auswerten, so einfach auswerten. Also, wenn du das zum Beispiel in einem Excel-File machst, kannst du danach nach gewissen Kriterien das Ganze analysieren. Das geht ein bisschen schlecht, wenn du einen Screenshot machst und dann handschriftlich dazu was schreibst. Dann kannst du es halt nur, indem du es dann immer wieder durchgehst. Und wenn du da ein paar 100 oder 1000 Seiten hast, wird es schwierig. Ja, wirklich einfacher, das Ganze per Excel zu machen und dann auswerten können. Wer ein bisschen mit Excel umgehen kann, für den sollte das kein Problem darstellen. Ansonsten gibt es ja auch sogar Software mittlerweile, Trading-Journale, Trading-Tagebücher. Aber ob man die unbedingt kaufen muss, muss jeder selbst für sich wissen. Okay, gut. Also zum Beispiel hier. Auswertungen in dem Sinne, dass ich zum Beispiel herausfinden kann, wie meine Trefferquote ist, emotionale Stärke, CRV und so weiter. Ja. In welchen Handelszeiten habe ich besser performt und was waren für mich die schlechteren Handelszeiten? Das kann ich alles festhalten anhand des Trading-Tagebuchs und an der Auswertung dessen. Klar, oder? Und weil ich gerade gefragt wurde, was da alles reinkommt, man kann theoretisch alles Mögliche, was einem selbst persönlich wichtig ist, dort einfügen. Wirklich alles. Ja, ein paar Sachen habe ich natürlich drin, ganz klar. Datum, Uhrzeit, Traderöffnung, WKN, klar, Handelsinstrument, Stückzahl, ob ich Long oder Short war natürlich. Ja, dann was mein Einstieg war, wo mein Stopkurs war, Gewinnziel. Und jetzt wird es interessanter, und zwar gab es charttechnische Gründe für den Trade oder eher fundamentale Gründe für den Trade. Was waren meine persönlichen Gedanken dazu? Und so weiter und so fort. Ja, hier kann man dann und so weiter beim Verkauf dann wiederum, wann war der Verkauf, wie war der Kurs bei Positionsschließung, der Grund dafür, also wurde ich ausgestoppt oder wurde mein Gewinnziel erreicht oder war es vielleicht ein anderer Grund? Keine Ahnung, es kam eine Konjunkturnews, die hat den Markt so stark beeinflusst, dass es letztendlich auch meinen Trade beeinflusst hat und mein Gewinnziel schien nicht mehr realistisch und deswegen habe ich den Trade geschlossen und. Ja, man kann x Sachen aufnehmen, zum Beispiel auch wirklich auch die mentale ja, Psyche, ja, wie habe ich mich an dem Tag gefühlt? Bin ich heute eher gut ans Desk? Oder ja, habe ich irgendwelche Kopfschmerzen in dem Sinne, dass ich Streit hatte mit der Ehefrau oder Ärger mit den Kindern oder was auch immer. Ja, all solche Sachen kann man festhalten und dann dementsprechend seine eigenen Trades auswerten. Ja, vielleicht sollte man sich auch, habe ich auch dazu geschrieben, Gedanken während und nach dem Trade machen. Ja, und dazu dann noch Anmerkungen machen, wie man den Trade verbessern könnte oder wie man den Einstieg oder das Setup verbessern könnte und so weiter und so fort. Okay. Gut. Habt ihr Fragen dazu? Also das, glaube ich, erklärt sich alles von selbst. Letztendlich könnt ihr selbst in einem Tradingbuch aufnehmen, was ihr wollt oder was für euch wichtig ist. Die absoluten Dummbatz-Trades vergisst du eh nie, sagt Arne. Ja, so ist es. Absolut richtig. Die Dummbatz-Trades sind meistens leider auch die Trades, an denen man richtig verloren hat. Die wird man nie vergessen. Aber die richtig guten, die vergisst man eigentlich auch nicht. Ja. Okay. Kommt dein Live-Trading heute noch? Welches Live-Trading? Ich weiß nichts von einem Live-Trading, aber wir können gerne mal ein Live-Trading machen. Schreibt Oliver gerade. Ich weiß nicht, ob das auf der Tickmill-Homepage stand, aber es war heute kein Live-Trading vorgesehen.
Ich würde ja eins machen. Nein, Oliver, du meinst bei dem letzten? Nee, das kann ich, ja, ich würde es ja machen, aber ich glaube, das wäre Tickmill nicht so recht, weil dafür würde ich eine Software benutzen, eines Brokers, der mit Tickmill nichts zu tun hat. Und seid bitte nicht böse oder versteht das bitte, das ist ein Tickmill-Webinar und da wäre es uncool von mir, wenn ich irgendwas zeigen würde, was nicht in Bezug oder was einfach nicht zu Tickmill steht. Ja? Wäre nicht wirklich die feine Art, macht man einfach nicht. Ja? Aber wir können gerne mal ein Live-Trading machen. Ich kann auch gerne mal ein privates Webinar machen. Dann machen wir halt mal Live-Trading. Ja, muss ich mal die Zeit dafür finden und am besten mal in den Markt und dann schauen wir mal, ob da auch was los ist. Ich notiere Ansonsten, mir das, Giovanni, ne? ja, notiert ihr das, aber dann müsstet ihr mir eine Software bauen, in der ich Aktien traden kann. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal. Gut, sehr schön, ich komme auch darauf zurück. Nein, Leute, ihr wisst, was ich meine. Kann ich wirklich machen, nur bin ich halt kein Demo-Trader. Also, vielleicht habt ihr schon mal das eine oder andere Live-Trading irgendeines Kollegen gesehen. Ich sage jetzt keine Namen. Komischerweise machen die mal ein Live-Trading für den Broker und dann mal ein Live-Trading für diesen Broker und für jenen Broker. Ja, die haben natürlich bei jedem Broker ein Konto, ne? Ja, ganz genau. Nein, die traden natürlich dort auf einer Demo-Software. Ist okay. Wenn die das unter Live-Trading verstehen, ist in Ordnung. Übrigens, auf der World of Trading oder auf anderen Präsenzveranstaltungen, wo live getradet wird, sitzen auch manchmal da oben Jungs, die auf Demos handeln. Warum? Weil sie dort eine Broker-Software präsentieren und nichts anderes. Ja, ich bin da gnadenlos ehrlich. Für mich ist das halt kein Live-Trading. Live-Trading bedeutet, mit meinem eigenen Geld live zu traden, mit meinen Emotionen, mein Echtgeldkonto zu traden und nichts anderes. Daniel, jetzt ist aber schön. Wie langweilig, Augenwischerei. Ich liebe das. Ja, gut, wenn du das so siehst, ich sehe es nochmal anders. Ich trade mein Geld und ich kann mein Geld nur in dem Konto traden, in dem ich immer und ständig trade, vor allem im Aktienbereich. Und das kann ich nun mal nicht machen in dem Webinar eines anderen Brokers. Ja, deswegen machen wir das gerne mal allein, auch gerne mal für dich, Daniel. Und dann schauen wir mal. Oh, aber ich habe ja mal ein paar Live-Tradings gemacht. Früher bei so Live-Trading-Days. Diejenigen von euch, die schon länger traden, wissen das und wissen auch immer, was da so passiert ist. Mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen. Okay. Aber wie gesagt, gerne. Habe ich kein Problem mit. Heute Morgen habe ich sogar ein bisschen gehandelt. Und ich muss euch sagen, leider nicht so erfolgreich. Plus minus null. Ich war von mir enttäuscht. Ich habe einen Wirecard-Trade gemacht, den ich erst long gemacht habe. Dann habe ich mich ausstoppen lassen mit einem kleinen Verlust. Dann habe ich einen Short gemacht. Dann bin ich viel zu früh raus und habe den kleinen Verlust nur aufgeholt und war plus minus null. Und dann war ich genervt, weil die Aktie, nachdem ich ausgestiegen bin, weitere 7 € gefallen ist. Sehr, sehr schade. Und dann war ich schon richtig genervt, dachte mir, okay, gut, dass gleich Webinar ist, dann kann ich mich ablenken. Okay. So, webinartechnisch bzw. präsentationstechnisch wäre ich schon am Ende, aber ich schaue auf eure Konten. Ja, Andreas schreibt es auch gerade, Live-Trading auf Demokonto ist uncool. Naja, Leute, es hat nichts mit cool oder uncool zu tun. Es ist einfach kein Live-Trading. Also es kommt keine echte Trade-Emotion an. Ich kann dort jeden Trade machen und dann, ja, eine Münze werfen, rot oder schwarz, geht er auf, geht er nicht auf. Wenn er nicht aufgeht, ist ja völlig egal. Ja? Macht ja nichts. Ja, ist ja eh kein Echtgeld. Nein, Live-Trading bedeutet, echtes Geld zu handeln. Und ich glaube nicht, dass diverse Kollegen bei jedem Broker ein Konto haben, dass sie ja immer dort Live-Trading machen können. Ist einfach Blödsinn. Außerdem weiß ich es ja auch. Ja? Deswegen, ja, kann sein, dass dann 1000 Anmeldungen sind. Wenn es das System aushält, umso besser. Ich habe damit kein Problem. Nochmal, Daniel, haben wir in der Vergangenheit zigmal gemacht. Da konnte man den ganzen Tag, wir haben Live-Trading-Days gemacht, konnte man den ganzen Tag zugucken. Ach so, das Augenwischerei war gar nicht auf mich bezogen, Daniel. Okay, vielen Dank. Ich dachte schon. Okay, gut. Alles klar. Ich schaue nochmal nach euren Fragen.
Merkt man eigentlich, dass ich extrem näsel? Also hört sich das nasal an, meine Stimme? Weil ich bin nämlich etwas erkältet und alles zu hier. Aber wenn ich trotzdem ganz gut rüberkomme, bin ich froh. Ja. Okay. Unwesentlich. Das ist schön. Super. Arne, würde ich doch wissen, ich trade zu 90% mit Teilverkäufen und Trailing Stop und mache seitdem super Gewinne. Arne, geil. Was anderes fällt mir dazu gar nicht ein. Ne? Jedem das Seine. Ja? Wenn das bei dir gut funktioniert, dann entwickelst du deine Strategie. Perfekt. Dann hör nicht auf dem Chichi Valley, der keine Trailing Stops verwendet. Super. Ich sagte vorhin auch, macht und hört nur auf euch selbst und verwendet das, was für euch funktioniert. Und das müsst ihr machen. Daniel, alles gut. Alles fein. Das müsst ihr machen. Ja? Und nur das kann funktionieren. Wie oft habe ich von anderen gehört, ich trade so und so oder kauf mal die und die Aktie, wird funktionieren, die kann nur steigen und was weiß ich, ja, habe ich nie beachtet. Ich habe mich nur und ausschließlich auf mein Trading fokussiert und das getradet, was ich sehe und nach meiner Art und Weise. Ja, und deswegen würde ich auch niemals ein Seminar anbieten, mal geschweige denn davon, dass ich sowieso so gut wie nie Seminare anbiete, eigentlich nur einmal im Jahr, wenn überhaupt. In den letzten Jahren ist es nur alle 2 Jahre einmal. Und ich würde niemals den Leuten dort sagen, kommt zu mir und danach könnt ihr alle super traden. Das ist völliger Unsinn. Ja, weil A ist jeder Kopf anders und B, ich würde nur zeigen, was ich so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern was ich so im Wesentlichen mache, wie ich gewisse Sachen herangehe, vor allem von der Herangehensweise angehe. Und dann aber würde ich versuchen, den Leuten beizubringen, ihre Setups oder ihr Trading zu entwickeln, weil nur das funktioniert und jeder Mensch ist anders. Der eine ist, fühlt sich besser im Daytrading, der andere ist einfach kein Daytrader, sondern mehr ein Swingtrader und so weiter. Ja, jeder Jack ist anders, wie man so schön sagt. Ob ich nächstes Jahr eins mache, weiß ich noch nicht, Daniel. Es steht wirklich noch nicht fest, hängt auch vom Hotel zusammen, das muss man buchen im Vorfeld, viele Monate vorher muss man sich mit denen klar sein. Noch habe ich es nicht geplant. Kann sein, dass ich vielleicht im ersten Quartal nächsten Jahres eins mache, aber das steht noch nicht fest. Das letzte war ja im Januar diesen Jahres, also ich sehe das schon wieder fast ein Jahr rum. Mal gucken. Ja, vielleicht auch irgendwann aber anders im nächsten Jahr, im Sommer natürlich nicht. Mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Aber ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, beziehungsweise schaut auf meine Homepage, schaut auf Facebook, fragt Elena, die weiß das dann auch bestimmt. Und ist ja egal, ja. Aber jedenfalls, ja, ich kündige das schon rechtzeitig an. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend, beziehungsweise konzentrieren wir uns wieder auf nicht auf Präsentationen vom Chichi Valley, sondern auf die echten Märkte. Ich würde kurz das Schlusswort Elena geben und danach verabschiede ich mich von euch. Super, Giovanni, vielen lieben Dank für die tollen Einblicke heute, vor allen Dingen mit dem Trading-Tagebuch, dass man da auch ein bisschen so nachvollziehen konnte, was tatsächlich da rein muss, weil ich glaube, viele von uns, die wissen einfach nicht, was man da so genau reinschreiben soll. Das nächste Mal, dass wir uns jetzt auf jeden Fall treffen, ist ja schon in weniger als 2 Wochen, oder? So ist es. Nee, Ja? nicht. Ja, Freitag nächste Woche. Ja, da sind wir ja auf der World of Trading zusammen. Das erste, also eins deiner Seminare wird dann im Seminarraum sein, die anderen also Präsentationen werden dann bei uns am Stand sein. Insofern würde ich mich freuen, wenn einige von den Teilnehmern dieses Webinars auch dabei sind. Ansonsten versprechen kann ich es nicht, aber ich versuche mal, dass wir das so hinkriegen, dass dieses Jahr das Webinar deine Vorstellung mit Ton aufgenommen wird, sodass wir die auch im Nachhinein teilen können. Ja, super. Ja, wunderbar. Dann lieben Dank auch von mir und vielen Dank nochmal, Giovanni. Wir sehen uns dann nächste Woche in Frankfurt. Ganz genau. Ja, von mir auch. Vielen Dank, Elena. Vielen Dank an Tickmill für das tolle Webinar. Und ja, Elena hat es heute gerade gesagt, nächste Woche ist World of Trading, wichtigste Trading-Messe Deutschlands. Ich bin natürlich vor Ort und ja, sehr viel für Tickmill unterwegs, nicht nur im Seminarraum, also so ein
Präsenzseminar in einem der Räume dort, sondern auch eben auch am Stand. Immer wieder schaut einfach ins Programm von TICMIL, wann ich da bin, sprecht mich einfach an, kommt vorbei, dann wäre es auch mal schön, den einen oder anderen, den ich immer nur in Webinaren, in Anführungszeichen, sehe, auch mal live zu sehen. Würde mir Spaß machen und da kann man sich sicherlich kurz austauschen. Und um Frankfurt ist wahrscheinlich auch immer eine kleine Reise wert. Deswegen kommt vorbei, wenn ihr Zeit habt. Und ansonsten, ja, danke ich euch erstmal fürs Zuhören und Zusehen und hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr wisst, Präsentationen mache ich ab und zu. Meistens zeige ich euch aber lieber meine Trades, denn das sind diejenigen, die ich ständig mache. Aber dazu eben ein andermal. Ab und zu müssen eben auch Basics sein, wie heute. Ist wichtig und das war mein Anliegen, vor allem euch ein bisschen was zum Trading-Journal oder Trading-Tagebuch zu erzählen. Und ja, jetzt höre ich aber auf, wünsche euch viele tolle, erfolgreiche Trades, heute noch einen erfolgreichen Handelstag und bis ganz bald. Danke euch, ciao, ciao.